Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ich spiele hier Spider-Man Miles Morales. Und schaut euch doch jetzt einfach mal die Kulisse an. Sieht das nicht Wahnsinn aus? Fein dieses Schneegestöber, der Schnee, der auf seine Jacke landet und dann so langsam verschwindet. Also ich Sie finde es wartet am richtig. Amphitheater auf mich. Richtig genial. Rechts oben, so das Horus, kann man sehen, das ist so leicht unscharf verwaschen. Finde ich schon echt einen guten Look. Finde ich gut. Gefällt mir. Ja. Drücken wir mal eben auf diese Taste. So. Hier haben wir Folgendes: Einmal die Karte kann man komplett sehen, ist hier in Abschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt hat so seine Nebenaufgaben, die man denn hier erledigen kann. Unter anderem kann man hier auch PCs finden, wo Spider-Man einem denn eine Aufgabe über den PC denn gibt, dass man da eine Zeit schlagen soll, die er vorgegeben hat. Und wenn man das geschafft hat, hat man da Gold und dann schaltet man da was frei und man kriegt Erfahrungspunkte und all so ein Tüdelkram. Dann haben wir hier einmal die Fähigkeiten. Diese hier ist vorgegeben. Die müssen wir auswählen. Ich habe das Game eben schon angehabt. Musste dann alles nochmal abbrechen, weil alles auf Englisch war. Deswegen ist das hier jetzt schon ausgewählt. Man kann auch nichts anderes auswählen. Man muss diese Fähigkeit hier nehmen. Man muss also einen Erfahrungspunkt einsetzen. Und dann hat man das. Ja, das sind so unsere Fähigkeiten, die wir uns denn so nach und nach alle dann freischalten können. Man muss dieses hier freischalten, man muss denn das freischalten, damit man das und oder das nehmen kann. Ja, wie gesagt, dazu muss ich auf Stufe 3 sein. Hier muss ich Stufe 9 haben. Ja, und das ist dann, kommen wir in der Story weiter voran, das Übliche halt eben. Das schalten wir im Laufe der Story dann schon, schalten wir dann frei. Und ja, unter anderem ist hier, glaube ich, der Stealth-Modus, dass er sich denn unsichtbar machen kann. Das ist dann auch vonnöten, brauchen wir auch. Also ist schon echt lustig gemacht alles. Also mir gefällt das Spiel echt gut. So, dann haben wir hier einmal die Missionen. Hier können wir aussuchen. Das ist denn jetzt unsere nächste Mission hier. Das haben wir ja erledigt. Hier ist unsere nächste. Wenn wir das erledigt haben, kriegen wir 1000 Erfahrungspunkte. Hier ist der Social Feed. Das hat sein bester Freund eingerichtet. Und ja, da kann man dann immer gucken, wer gerade Hilfe braucht. Das kann man nachher dann auch hier auswählen, wo man hin will und helfen will. Und sind dann auch so kleine Nebenaufgaben, die man machen kann. Kriegt man auch Erfahrungspunkte. Alle schon ganz gut. Ja. Das sind die Benchmarks. Das ist denn das, was man so in der Welt denn erledigen kann. Wandläufer ist jetzt auf Stufe 1. Sieht man ja hier jetzt an der Seite. Absolviere einen Wandlauf über 250 Meter. Sprich, wenn wir da so ein langes Hochhaus hochrennen, müssen wir 250 Meter erreichen, dann kriegen wir 50 Erfahrungspunkte. Ja, ist auch cool. Kriegt man überall so seine Erfahrungspunkte. Und ja, ist denn schon lustig. Dann haben wir hier die Charaktere, die man sich dann alle so mal so angucken kann. Man kann sich das alles durchlesen. Also alle Charaktere, mit denen wir in Kontakt treten oder mit denen wir auch kämpfen, wird denn hier freigeschaltet. Dann kann man sich das alles dann in schöner Ruhe durchlesen und dann passt das. Hier ist einmal die Move-Liste. Dürfte wohl auch jedem bekannt sein. Move-Liste sagt wohl alles. Mortal Kombat. Da kann man sich ja auch dumm und dusselig suchen. Oder auch suchen, was man denn alles auswählen kann. Oder die ganzen Fatalities oder wie sich das so alles denn da so noch so nennt. Ja, das ist einmal die Move-Liste. Das Einzige, was sie jetzt noch fehlt, ist die Kostümauswahl, dass er seine
einen anderen Anzug anzieht. Das hier ist nämlich nicht den Anzug, den wir jetzt über das ganze Game tragen werden. Also wir kriegen denn oben hier noch einen Reiter freigestellt oder freigeschaltet, wo wir uns denn selber einen Anzug aussuchen können. Ja. So, wie man hier auf der Karte sehen kann, hier ist die nächste Mission, da müssen wir hin. Und ja, achso, und ganz vergessen, man kann denn, wenn man weiter fortgeschritten ist, ich weiß nicht, ob es jetzt nach dieser Mission schon kommt oder erst später, ich weiß es jetzt nicht genau, kriegt man hier so Übersprengungspunkte. Da kann man dann hingehen und ich sag mal, wenn man denn irgendwo. Ich sag mal, man ist hier unten, das habe ich jetzt auch schon oft gehabt, hat hier unten eine Mission erledigt, muss aber jetzt eben für die nächste Mission ganz hier oben hin, sag ich mal, oder noch hier weiter hier oben oder hier unten oben an den Docks irgendwo hin. Dann kann man zu so einem Überspringungspunkt gehen und dann kann man hier so Schnellreise machen. So, jetzt habe ich es endlich gefunden, das Wort Schnellreise. Das kann man dann auch noch hier machen. Ja. So, dann würde ich sagen. Machen wir uns auf die Sorgen, gehen wir jetzt erstmal zu seinem besten Freund. So. Konnte er denn noch diese. Ach, da macht er da. Ach so. Ui. So, jetzt ist er hier schon mal hochgerannt. So, jetzt können wir hier mal hier an dem raus so rennen. So, da haben wir das erste schon freigeschaltet. 250 Meter Wandläufer haben wir schon freigeschaltet. Also die erste Stufe haben wir. Freier Fall haben wir jetzt auch schon das erste freigeschaltet. Und wenn man auf die Viereck-Taste drückt, dann macht er hier in der Luft so Stunts. Kann man, dann muss man also mit dem Joystick dann steuern. Ja. Also man kriegt eigentlich für jeden Tüdelkram kriegt man hier EPs. Wo muss ich denn? Ach, da so. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Hey, da, schau mal. Weihnachtsgeschenk von Spider-Man. Mach's auf. Alter, zieh ihn mal an. Ich gebe Deckung. Das ist unser erster Anzug. Was ist? Darf man sich im Central Park nicht mehr umziehen? Okay. Wie sehe ich aus? Wow. Miles Morales, Glückwunsch und willkommen in deinem allerersten Superanzug. So, jetzt haben wir oben den Reiter freigeschaltet mit den Anzügen. In den Anzügen kann man noch Modifikationen einbauen. Muss man aber, glaube ich. Oh, wie war das denn jetzt noch? Mit Ressourcen. Ressourcen kann man auch noch sammeln. Das wird da unten einmal unten links in der Ecke angezeigt. Die kann man dann auch noch denn sammeln, kriegt man. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, werden wir denn im Laufe des Spiels werden wir das denn schon sehen. Und ja, da kann man dann noch Modifikationen freischalten. Gut, gehen wir, machen wir erstmal weiter. Anzüge können im Anzugmenü auf der Anzüge-Seite ausgerüstet werden. Ja, werden wir dann noch sehen, was wir hier für eine schöne Liste haben. Also da sind richtig schöne Dinger bei. Also ja. Ja, das ist jetzt unser erster. Es sieht immer noch zum Schreien, Lachen, zum Schreien komisch aus. Komm wieder her, wenn du weitere Anzüge freigeschaltet hast oder wenn du deinen aktuellen Anzug wechseln möchtest. Ja, ist alles so mit den Ressourcen unten verbunden. Also da muss man denn schauen. Ja, aber. Stadtaufwärts findest du Teil 2 dieses Supergeschenks. Ja, so viel erstmal dazu. Also, mal sehen, kann man das hier anklicken? Ja, hier ist die Anzugliste. Die kann man sich alle freischalten. Ja, da werden denn die aktiv
Aktivitätsmarken werden 16 Stück benötigt, Teile 2. Ja, findet man denn alles so im Laufe des Spiels? Auch mit Aufträge kriegt man das, glaube ich, auch rein. Auf einfach sollte das denn alles noch schneller vonstatten gehen als wie auf anderen Schwierigkeitsstufen oder wie ich das da angefangen bin mit den Schwierigkeitsstufen, war das ein bisschen schwieriger. Hier sollte das eigentlich ganz easy und fixy foxy zustande kommen oder rankriegen die Sachen. Leider kann man die Anzüge nicht sehen, weil ich noch nicht Stufe 5 bin. Weil wenn ich Stufe 5 bin, kann man ja schon sehen, Spider-Man hätte jetzt in diesen Anzug an. Aber da ich noch nicht Stufe 5 bin, kann ich noch keine Vorschau machen. Ja. Also manche Sachen, der hier gefällt mir sehr gut. Der glüht er nämlich denn und hat so glühende Hände und Füße und Brust und es sieht schon. Manche Anzüge sehen schon richtig nice aus. Ja. So, erstmal wieder zurück zum Game. Das ist erst die Hälfte des Geschenks. Was ist die andere? Sag ich dir, wenn ich sie finde. Willkommen bei Just the Facts mit mir, eurem einzig wahren Wahrheitsbringer, J. Jonah Jameson. Was? Pete lässt in seinen Anzügen Jamesons Show laufen? Was für ein Masochist? Traurige Nachricht, Leute. Meine Weihnachtsspendengala wurde abgesagt. Wegen ein paar Ehren-Superhelden. Gibt's nicht was Besseres? Oh, von dem hier habe ich nur Gutes gehört. Hallo, hier ist Danica Hawk mit dem Danicast, wo wir uns auf Leute konzentrieren, die unsere Stadt nach vorne bringen. Heutiges Thema? Wie wär's mit Aktienhändlern, profitgierigen Colleges oder den Erfindern von Autoplay bei Internetvideos? Nein, natürlich berichten wir, wie die Spider-Man Rhino zur Strecke gebracht haben. Abonniert Dannycast, neuer Lieblingspodcast. Hey, Spider-Man, wo ist man? Ups. Ja. So, jetzt sind wir auch gleich da. Hier bin ich richtig. Pete hat ja so einiges vorbereitet. Ups. Ja, das sind die PCs, die ich meine. Die sind dann auch noch in den jeweiligen Abschnitten denn. Und das ist dann so gesehen eine Herausforderung. Schauen wir mal. Training? Oh, ich bin bereit. Zuerst Luftkampf. Den Gegner nach deinen Bedingungen zu bekämpfen, ist ein großer Vorteil. Und jetzt ein Folgeangriff in der Luft. Jetzt mein Lieblingsmove. Der Schwungtritt. Diese Holotechnologie ist top! Vielleicht könnte ich eine tragbare Version austüfteln. Kampfsimulation läuft. Noch eine Spider-Fertigkeit, Entwaffnung. Entwaffnete Gegner sind ungefährlicher und es ist sehr befriedigend, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Doppeleffekt. Okay, ja. Der Hammer. Ein Hoch auf Peter Pack. Jetzt kombinieren wir die Moves. Ja, dann machen wir das mal. Sehr gut unter Kontrolle. Und sie machen abgefahrene Geräusche.
Tunnel. Denn schnell! Okay, ich hab's drauf. Da kommt noch mehr. Achtung! Üben wir jetzt etwas freier. Setze Luftkampf und Entwaffnung ein, um die Gegner zu erledigen. Warte, da kommt noch mehr. Ja. Von Hightech-Zeug zu verkaufen. Oh shit! Spider-Man! Holt ihn euch und dann das Zeug! Wollt ihr euch welche einfangen? Ja? Okay, dann los! Schaltet die Spinne aus, dann schnappt euch das Zeug! Das wird uns ein Vermögen einbringen! Dass ihr's wisst, das ist offizielle Spider-Man-Technik! Und ihr seid keine Vertragspartner! Wie können die durchsichtig sein? Spreche Klopf. Denk dran. Spezifität ist das Herz eines guten Witzes. Also hey, Hackfresse. Lieber. Wow, tolle Maske. Warte, das ist ein. Das war keine Stichelei. Das war ein Volltreffer. Ich werde dich wegblasen! Alarm! Er macht euch alle! Verdammt! Das war ein Fehler! Das war's für die Technikdiebe. Und jetzt zur Trainingssimulation. Kritischer Fehler im Schaltkreis AF15. Colonel Panic. Ich setze das BIOS zurück. Super, das war's schon. Pete hat Schwingen, Lautlos und Kampfherausforderungen erstellt. Das muss ich mir ansehen, wenn ich Zeit habe. So, das sind jetzt immer die Herausforderungen, die freigeschaltet wurden jetzt. Die sind jetzt in hier, so gesehen, in der ganzen Stadt verteilt. Ja, die ein oder andere habe ich gemacht. Ist schon echt lustig. Ja. Du solltest auf dem Rückweg bei der Plaza vorbeischauen. Im Vorbeigehen sah es so aus, als wollte da jemand einbrechen. Ja. Ich sehe mir das an. Hey, ich will mehr über deine neuen Spinnenkräfte hören. Ich glaube, es ist eine bioelektrische Entladung oder überladene statische Elektrizität. Oh, die braucht einen Namen. Wie wär's mit Venomkraft? Klingt das nicht irgendwie cool? Okay, nicht schlecht. Ich mach mich erst zur Plaza, dann heim. Denk dran, Venomkraft. Glaub mir, das ist super. So, mal im Kurs, wie viele Minuten haben wir schon rum? 20 Minuten, 10 Minuten mache ich jetzt noch und dann passt das. So, schauen wir mal. Irgendwas war hier ja mit den Anzügen. So. Moment.
Ach, Stufe 5 brauche ich. Ach so. Ja, Fähigkeiten können wir jetzt auch freischalten. Ja, aber wir kommen da ja momentan ja so gut voran. Ich sammel das mal so ein bisschen. Was ist das hier unten? Energiesiphon. Ja, okay. Guti. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Wir sind für Sie da. Hauptmission. Ja, ich werde jetzt... erstmal nur die Hauptmission folgen. Und hey Freunde, danke für die Weiterempfehlung dieses Podcasts. Wir sind in den Charts von 136 auf 87 gestiegen. Wirklich wow. Okay, okay, weiter im Text. Heute übertrage ich live aus der langen Schlange für meinen Einbürgerungstest. Ich beantworte Fan-Nachrichten. Nummer 1. Woher kommst du, Danica? Ich komme aus Fuzhou in China. Als ich 6 war, kamen wir nach New York. Nächste Frage. Welches Mikro nutzt du? Ein lilafarbenes? Scherz. Den Link findet ihr auf dem Blog. Frage 3. Was ist der Sinn deines Podcasts? Einmal pro Woche trinke ich Kaffee mit einem Freund, einem Journalist, der jetzt Lobbyist ist. Wir reden über Nachrichten und sind uns nicht immer einig. Daher muss ich immer gut vorbereitet sein. So bleibe ich auf dem Laufenden und kann mein Bauchgefühl überdenken. Da dachte ich, was, wenn jeder so einen Freund hätte? Wenn ich dieser Freund für sie wäre. Deshalb bin ich hier. Und jetzt muss ich meine U-Bahn kriegen. Hallo, ich bin Simon Krieger und wir stehen hier neben einem Nuform-Reaktor. Nach seiner Aktivierung wird er genug Energie erzeugen, um ganz Harlem zu versorgen. Sie denken jetzt sicher. Simon, wie ist das möglich? Die Antwort lautet Nuform. Nur ein Kanister dieser revolutionären Energiequelle reicht aus, um Harlem mit sauberem, sicherem Strom zu versorgen. Für die nächsten 500 Jahre. Bald werden wir Reaktoren überall in Manhattan eröffnen. Und dann auf der ganzen Welt. Unser ganzer Planet, angetrieben von Nuform. Roxanne, wir sind für Sie da. Was war das? Es ist niemand zu sehen. Hier ist einiges kaputt. Vielleicht haben die etwas gesucht. So, machen wir das mal. Sie haben nach Nuform gesucht. Was hatten Sie nur damit? Mann, diese Nacht nimmt kein Ende. Was für eine Technologie! Aber Venom ist unschlagbar. Ja, Genki hat recht. Venom ist ein guter Name. Wir halten ihn hier auf. Alle anderen nach oben. Wir brauchen Verstärkung. Holt ihn auf den Boden. Meine Venomkraft zerschlägt ihre Waffen. Zumindest bis sie regenerieren. Du bist tot. Da sind noch mehr auf dem Dach. Und zack. Na ja, super, genau da ist ein Dach, das war ja klar. Meine Venomkraft setzt ihre Technik außer Gefecht. Du bist schwach.
Kämpfe sind ja bei weitem einfacher. Da. Oh Mann, ey. Komm her. Eingebaut. Sie reden über Lieferung. Seltsam. Sehr seltsam. Hey, ich habe die Einkäufe für deine Mom erledigt. Aber sie fragt sich, wo du bleibst. Mist. Okay, ich bring das zu Ende. Danke, Mann. Ja, die Tinkerer, die wirst du kennen. Ich will ja nicht spoilern. Das macht das Gucken ja keinen Spaß mehr. So. Sie haben von Nuform-Lieferungen geredet. Wenn ich das gleiche finde wie Sie, weiß ich, wo Sie zuschlagen. Ah, läuft eine Kölle im Rad rum. So. Ich glaube, oben war ein Logistikzentrum. Ja. Oh. Verfolgen Nuform-Lieferung. Aber warum? Roxxon Security, die können übernehmen. Das sehe ich mir später an. Ich muss nach Hause. Weihnachtsessen hört sich gerade ziemlich verlockend an. Ich sehe mir diese Gruppe und die Nuform-Sache morgen an. Ja, so. Also auf einfach war das ja mal gar kein Problem. Also auf den anderen Schwierigkeitsstufen ist das dann schon eine kleine Herausforderung. Jetzt gerade die Mission schon. Also,
Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier einen Cut. Und dann würde ich sagen, geht es weiter im nächsten Video. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis dann. Ciao.